I2C und SPI. Wie macht man das möglichst einfach am USB? Es gibt jede Menge Sensoren und Aktoren für alles Mögliche, die I2C oder SPI als Schnittstelle verwenden. Aber was macht man, wenn man diese nicht mit einem Singleboard-Computer wie einem Raspi, Arduino, ESP32 oder ähnlich verwenden will, sondern mit einem Desktop-Computer, Industrie-PC oder Laptop oder ähnlichem, die nicht von Hause aus über I2C oder SPI verfügen? Eine Möglichkeit sind unsere I.O. Warrior Controller. Die I.O. Warrior sind eine Familie von Chips, die Peripherie am USB ermöglichen, wie SPI, I2C, ADC und viele weitere Funktionen und auch einfache I.O.-Pins. Ein großer Vorteil der I.O. Warrior ist die einfache Benutzung. Sie sind keine Virtual Comport Devices, sondern Generic Hit Devices. Das bedeutet, sie laufen auf praktisch allen Plattformen ohne spezielle Treiber. Für eine möglichst einfache Anwendung gibt es einige unserer I.O. Warrior in einer Dongle-Bauform, beispielsweise den EOW 28 als EOW 28DG, der eine USB zu I2C-Schnittstelle zur Verfügung stellt. Der EOW 56DG ist I2C und SPI-Master. Ebenfalls in der praktischen Dongle-Form, die genau die Größe eines USB-Steckers einhält, sodass keine benachbarten Ports blockiert werden. So einfach kann I2C und SPI am USB sein. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.